Mein Name ist Klaus Steinbühl, ich bin Ethnologe. Ich arbeite seit den frühen 70er Jahren regelmäßig in Mexiko in der Sierra Tarahumara. Das ist auch mein Zugang später zu Leonore Mauer und Hubert Fichte gewesen. Und habe also eine sehr intensive Feldforschung mit Menschen, die viele Jahre als Indianer bezeichnet wurden. Heute sagt man Indigenas. Ihr Eigenname ist Rarámuri, bei denen habe ich einen großen Teil meiner letzten 40 Jahre verbracht. Und darüber hinaus habe ich mein Geld verdient mit Museumsarbeit. Ich bin in den 90er Jahren im Landesmuseum Hannover angestellt worden als Kustos und habe dort verschiedene Ausstellungen gemacht. Und die Karriereleiter ging dann weiter nach Leipzig, wurde Direktor vom Leipziger Museum und später von den beiden weiteren ethnologischen Museen, ethnografischen Museen in Sachsen, in Dresden und Herrnhut, bis zu meiner Pensionierung. Heute bin ich in verschiedenen Kunstprojekten tätig, publiziere weiter, habe auch Filme gemacht und arbeite vor allen Dingen weiter mit den Menschen in Nordwestmexiko. Ich habe Hubert Fichte 1976 nach seinem inzwischen berühmten Vortrag im Frobenius-Institut in Frankfurt am Main kennengelernt, dort, wo ich auch in Promotionsvorbereitungen war. Und dort hatte er die Wissenschaft angegriffen, vor allen Dingen der akademischen Sprache ein Pauker, Rokoko, wie er sich ausdrückte, vorgeworfen. Er hat ihr der Ethnologie oder Völkerkunde damals vorgeworfen, nicht genau zu beschreiben, wenn sie Objekte sammelt, unter welchen Umständen die ins Museum kommen und so weiter. Das waren also alles heiße Themen, die unter den damaligen Umständen von den herrschenden Institutsleitern summa summarum abgelehnt wurde. Eike Haberland, Professor Eike Haberland, bei dem ich dann später auch promovierte, sagte noch im Rundfunk, Hubert Fichte könne man als Ethnologe nicht ernst nehmen, da er keinen Doktor hätte. Das waren natürlich alles Argumente, die heute eigentlich eher zum Schmunzeln anregen. Aber interessant war, dass es also nicht nur die konservativen Professoren der damaligen Zeit waren, die gegen Fichte waren, sondern auch eben sehr stark die linken Gruppen, zu denen ich übrigens auch gehörte, die sagten, also Fichte sei ja nun genau der falsche Ansatz, der hat keinen politischen Ansatz, der beschreibt nur und so weiter. Und da setzte für mich auch so eine Abtrennung von ideologischen Richtungen, die wir damals wie heute in sogenannten linken Bewegungen, die oftmals dann sich mit der Zeit als ganz rechts rausstellten, das nur nebenher gesagt. Aber ich habe mich von denen dann relativ getrennt, um meine eigenen Arbeiten weiterzumachen, die sich eben mit der Beschreibung von Situationen, mit der genauen Beschreibung. Im Amerikanischen gab es das schon, da kennen wir das von Edward Gertz, als Thick Description, also als dichte Beschreibung. Das war also schon ein Thema, was aber relativ spät nach Deutschland kam. Fichte hatte ich, wie gesagt, nach diesem Vortrag 1976 kennengelernt. Und wir haben dann zusammen gegessen bei seinem Freund damals, Peter Michelaniges, auch ein freischaffender Ethnologe und Rundfunkautor, der zur damaligen Zeit, ich spreche jetzt von Mitte, Ende 70er Jahre, viele Manuskripte von Hubert Fichte vertont hat und viele Soirees im Südwestfunk Baden-Baden gemacht hat, auch im Norddeutschen Rundfunk. Peter Michelaniges war eigentlich der Fichte über das Medium Rundfunk damals berühmt gemacht hat. Das waren die Bilder, die ich dann 20 Jahre später in der Ausstellung auch zeigen sollte.
Aber in der kleinen Reproduktion vom Fischer Verlag waren die in dem Vortragssaal des Frobenius-Instituts in Frankfurt in der Liebigstraße, gibt ein, zwei Fotos davon, waren die auch abgebildet. Leonore Mau habe ich dann erst später kennengelernt, ich glaube ein paar Monate später, einmal in Hamburg, was ja auch meine Geburtsstadt ist. Aber Fichte kam nach diesem Vortrag aufgelöst zu Peter Micheladiges, dann, wo wir dann später aßen. Und sein erstes Wort war: Diese sogenannten Linken, das sind die späteren Nazis. Das fand ich übertrieben. Ne? Ist sicherlich auch übertrieben. Aber er war sehr angepinkelt, wie er dort kritisiert wurde in der damaligen Zeit. Gar nicht mal von der konservativen Seite der Professoren, sondern von der sich fortschrittlich gebenden Linken damals. Was mich dann zum Teil eben auch, weil das viele von denen sind bis heute meine Freunde, da kam ich auch selber in Konflikt, wie man das einordnen sollte. Ist ja immer die Hauptfrage, wie soll ich das einordnen? Darauf hat Fichte zu mir gesagt, du musst das gar nicht einordnen, du musst es einfach genau beschreiben. Nicht? Wir haben dann, als ich meine Doktorarbeit formulierte, haben wir oft darüber gesprochen, wo ich anfangen sollte. Fichte sagte immer, Hauptsache du fängst an. Das kann in der Mitte sein, das kann hinten sein, kann vorne sein. Hauptsache du fängst an und schreibst es und machst dir nicht so ideologische Gedanken, sondern Schreiben ist zunächst mal eine handwerkliche Sache. Da muss ich ihm recht geben. Also durch das viele Schreiben, immer wieder Schreiben. Ich habe also viele Seiten dann x-mal geschrieben in meiner späteren Doktorarbeit, um dann so ähnlich wie ein Musiker ein Instrument lernt und das ja immer wiederholt, sagte Fichte, so musst du schreiben lernen. Nicht? Und das sind natürlich Fähigkeiten, Techniken, die man an der Uni in der Regel jedenfalls damals nicht lernte. Und was auch ziemlich, also diese Fragestellung war vielen gar nicht verständlich. Nicht, dass man über Sprache vermitteln sollte, dass Sprache eben auch Menschlichkeit ausdrückt oder Unmenschlichkeit. Und wenn man sich die damaligen Sprachen der anguckt, auch der sich fortschrittlich gebenden Gruppen, dann muss man sagen, hat Fichte recht, es ist eigentlich die Sprache der Unmenschen gewesen, weil sie eben so eine elitären Ansatz hatten und eigentlich im Grunde genommen nicht übersetzen, was man erlebt mit solchen Menschen. Und das ist ja auch das Besondere in Fichtes Schriften, nicht? Dass er diese Grenze zwischen dem Persönlichen und dem sogenannten Objektiven, was außerhalb von einem selber stattfindet, dass er diese Grenzen ständig in Frage stellt. 90er Jahre, als ich ins Landesmuseum kam, hatte man damals noch eine sehr konservative, ja, heute würde man sagen, altertümliche Vorstellung von Völkerkunde, also mit der Deutungshoheit des westlichen Wissenschaftlers, der dann erzählt von anderen Völkern. Wir kennen das, das war viele, viele Jahre, Jahrzehnte, ja auch die Lehrmeinung so über solche Menschen zu besprechen. Ich hatte allerdings durch meine Ausbildung in Frankfurt an der Goethe-Universität schon etwas anderes mitbekommen, dass wir eben sehr früh diesen kolonialen Bezug einer alten Völkerkunde kritisiert haben und uns darauf verständigt haben, dass wenn man über solche Menschen berichtet, mit ihnen zusammen ein partnerschaftliches Verhältnis schaffen muss. Und es geht vor allen Dingen darum, die Stimmen dieser Menschen deutlich zu machen. In dem gemeinsamen Kontakt, den man aufbaut, der auch in der Regel sehr lange dauert, dass man dort eine gemeinsame Fragestellung entwickelt, die nicht nur mit der Kultur dort zu tun hat, sondern eben auch mit der Kultur, aus der oder die Wissenschaftlerin kommt. Und das war damals eine relativ neue Sache, wurde auch entweder nicht beachtet oder dann auch, wie es eben immer so ist, dann auch bekämpft. Ich hatte immer schon durch die Bekanntschaft mit Hubert Fichte und anderen Künstlern und Autoren einen poetischen Ansatz, der eben über die Beschreibung sich anderen Kulturen, anderen Menschen nähert. Das war in der damaligen Zeit, also ich spreche jetzt von Anfang der 90er Jahre, eigentlich
nicht so gefragt, ist eigentlich heute auch immer noch nicht gefragt. Man will immer eine Theorie machen. Das ist eben der akademisch-wissenschaftliche Ansatz. Und ich bin über die Beschreibung, über die poetische Beschreibung, habe ich mich diesen Menschen genähert. Und insofern kann man auch fragen, wieso habe ich eigentlich damit promoviert, weil das eigentlich kein akademischer Ansatz ist, nicht genau zu beschreiben, sondern man muss eine Theorie entwickeln und so weiter. Dass Beschreibung und Theorie sehr eng zusammengehen, es gibt ja gar keine Beschreibung ohne Theorie, ist immer schwierig gewesen, in der Akademie, auch in Frankfurt, durchzusetzen. Ich habe dann meine Doktorarbeit in den frühen 80er Jahren fertiggestellt, wurde dann auch promoviert, allerdings mit einer extrem schlechten Note, war da ich eben nach dem damaligen Verständnis keine Theorie geliefert habe. Die Frage bei der Promotionsprüfung war, warum haben Sie denn keine theoretische Einleitung? Die habe ich damit beantwortet, dass ich lieber gleich mit der Geschichte anfangen wollte und mich nicht mit Theorien aufhalten wollte, die nach ein paar Jahren schon gar nicht mehr gültig sind, sondern ich wollte das eigentlich einarbeiten in die Kommunikation, die ich in dieser Arbeit dann dargestellt habe. So wurde ich dann trotzdem promoviert, aber eben mit einer schlechten Note. Das bedeutete, dass ich in den nächsten Jahren überhaupt auch keinen Job kriegte. So war das und ist das heute. Und mein Buch wurde dann aber sehr erfolgreich. Es kam in dem Syndikatverlag in Deutschland raus, wurde im selben Jahr noch in Frankreich publiziert. Also von daher hatte ich dann Zuwendung, wurde dann auch gelobt, vor allen Dingen von Literaten, dass ich da mal einen anderen Ansatz als diesen klassischen völkerkundlichen Ansatz habe, dass ich mich den Leuten auf einer ganz anderen Weise nähere. Das habe ich dann versucht, später in Museumsausstellungen auch zu vermitteln. Also nicht diese Deutungshoheit, ich als weißer Wissenschaftler, sondern in der Kommunikationsprozess, der sich ereignet solchen Feldforschungen, das zu vermitteln und genau zu beschreiben. Damals war, als ich diese ersten Ausstellungen machte, schon immer noch wenig Verständnis. Fichte wurde als Literat abgetan, auf keinen Fall als Ethnologe. Obwohl Fichte alles andere ist als ein Literat. Fichte ist ein Dokumentator, also auch ein Ethnologe. Ne? Aber der Name ist ja nicht geschützt. Jeder kann sich ja Ethnologe nennen, also insofern ist es schon richtig. Fichte hat sich auch nie als Künstler angesehen. Nicht? Also ich glaube, das Wort ich als Künstler gibt es kaum in seiner Literatur. Ich kenne jetzt nicht alles von ihm, sondern er ist eigentlich ein genauer Beschreiber. Er wollte auch ethnologisch anerkannt werden, was ihm leider nicht gelungen ist. Es gibt ja auch einen Antrag von ihm, auch Mitte 70er Jahre, auf eine Promotion an der Universität in Bremen. Nächstes wurde abgelehnt, hatte keine Vorbildung und keine Examen vorher und so weiter. Also ich hatte häufiger mit Fichte über bestimmte Texte gesprochen. Er hatte mich auch abends angerufen und gesagt, also das würde ihm nicht gefallen, was er da gelesen hätte und so. Da sei viel zu viele Adjektive, sagte er immer. Also erstmal musst du diese ganzen Adjektive weglassen. Das stört die Beschreibung und gibt da eine vorschnelle Wertung rein, obwohl Fichte natürlich auch mit Adjektiven gearbeitet hat. Aber wir haben da eigentlich immer sehr auf der Ebene des Satzes gesprochen. Also gar nicht, wie das so häufig ist, auch heute natürlich genauso, dass man über die richtige Meinung spricht oder den richtigen Ansatz, sondern wir haben eigentlich über die Worte gesprochen. Wie kann ein Wort etwas darstellen? Und das ist, um jetzt den Bogen auch zu Leonore Mau zu finden, im Grunde genommen auch die Verbindung zwischen beiden, so wie ich das erfahren habe, dass auch Leonore Mau, die eigentlich überhaupt mit solcher Fragestellung, die wir an der Universität dann hatten und die bis heute ja auch bestehen, gar nichts zu tun hatte. Leonore Mau war ein ganz konkreter, eigentlich nur auf das Motiv gerichtete Person, sehr technisch versiert, sehr ästhetisch interessiert und dieses ganze akademische Geschwurbel, was ja heute
eigentlich eher noch stärker ist als früher, sage ich jetzt mal als Kritik. Ich bin jetzt älter, ich darf das auch. Dieses akademische Geschwurbel, diese Überheblichkeit, die ja heute so stark vertreten ist, dass keiner mehr das überhaupt noch verstehen kann, was da läuft. Damit hatten beide eben sehr wenig zu tun. Fichte hat sich darüber lustig gemacht und Leonore Mau ist darauf gar nicht so eingegangen. Ich denke, dass Fichte in einer bisher noch gar nicht so richtig wahrgenommenen Weise profitiert hat von den Arbeiten Leonore Maus. Wenn man sich die Schriften von ihm genau anguckt und das mit den Fotos vergleicht, dann sind viele seiner Texte exakte Bildbeschreibungen der Bilder, die Leonore gemacht hat. Das hat mir Fichte auch gesagt. Es gibt ja auch so eine Sequenz in irgendeinem seiner Werke, wo er die Bilder auseinanderschneidet und wieder neu zusammenlegt und so. Aber das sind für ihn die wirklichen ethnografischen Vorlagen gewesen, nachdem er minutiöse Situationen des Camp d'Emblée beschreibt. Ich glaube, beiden ging es vor allen Dingen darum, doch noch eine größere Bandbreite. Sie haben nicht nur Akademiker und Eliten angesprochen. Sie wollten schon, sie hatten wirklich eine gute Beziehung zu unteren Klassen. Nicht? Sonst wären die ja nie in die ganzen Candomblé-Riten, Rituale aufgenommen worden, wenn sie da nicht vertrauenswürdig gewesen sind. Und das ist das Besondere eben auch gerade von Fichte, der konnte mit sogenannten ganz einfachen Menschen, die weder lesen noch schreiben konnten, liebevoll, vertrauenswürdig kommunizieren und hat auch mit Präsidenten, Diktatoren Interviews gemacht, wie wir ja wissen. Das ist schon eine große Fähigkeit eines literarisch begabten, wissenschaftlich begabten Dokumentators. Ich hatte, wie gesagt, Fichte bei Peter Michelagis kennengelernt und dann ein paar Monate später bei einer Einladung in Hamburg, Othmarschen in der Dürerstraße, habe ich Leonore Mau kennengelernt. Leonore Mau war, obwohl ich sie bis zu ihrem Lebensende dann begleitet habe, immer sehr distanziert. Sie war also war nie eine Person, die sich ja irgendwie verbrüdert hat oder sonst. Also immer sehr, sehr kritisch, sehr bezogen auf ihre Arbeiten. Das ging bis zu ihren letzten Tagen. Ich habe sie dann im Altersheim in St. Georg mehrfach besucht. Nathalie David ist ja dort dann auch mehrfach gewesen, hat sich sehr um sie bemüht. Und ich habe ihr dann verschiedene Bilder gezeigt. Sie wollte immer ihre eigenen Bilder sehen. Ich habe ihr dann die Kataloge mitgebracht und dann habe ich mir einmal so einen kleinen Witz geleistet und in diesen Katalog ein Bild von meinen Leuten in Mexiko, was ich selber gemacht habe. Ich bin auch Fotograf, nicht so ein guter wie Leonore Mau, aber und das hat sie sofort gesehen, hat gesagt, was ist denn das für ein Foto? Also die war bis ins hohe Alter extrem auf ihre Arbeit bezogen, hat sich nie mit anderen irgendwie verglichen. Es gibt ja nun auch viele andere große Fotografen. Da hat sie nie Bezug drauf genommen. Sie war eigentlich immer nur mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt. Sie ließ sich dann auch nicht auf Diskussionen ein. Nicht? Das war nachher, als ich die Ausstellung mit ihr machte, relativ schwierig. Sie wollte eigentlich das genauso, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie hat nicht auf die kuratorischen Gegebenheiten, die ja nun vorhanden sind, wenn man im Museum eine Ausstellung macht. Man kann sich nicht nur auf den Künstler konzentrieren, man muss auch das Publikum im Blick haben und so weiter. Erklärende Zusätze und so weiter. Und da war sie relativ wenig bereit, auf sowas einzugehen. Ich kann das gut verstehen. In der Hannover-Ausstellung habe ich versucht, um sozusagen ein Gegengewicht zu den schönen Bildern von ihr zu finden, Objekte auszustellen, die eben Fragen an die Objekte stellen. Wo kommen sie her? Warum ist das nicht beschrieben, wie sie ins Museum gekommen sind? Diese Fragen habe ich damals schon in den 90er Jahren gestellt. Die fand ich bei dem an sich ja kritischen Ansatz, den Mau und Fichte vertreten, fand ich angebracht. Das hat sie aber gar nicht interessiert, obwohl das eigentlich eine sehr aktuelle Frage ist. Die Frage an die Objekte, wie kommen sie ins Museum, welche kolonialen Zusammenhänge sind damit, das will man heute von den Sachen wissen. Ich habe ihr das versucht zu erklären, dass ich da als
Museumsmensch eine Verbindung finden muss zwischen ihren Bildern und dem, was wir als Museum wollen. Und ich habe das dann aber durchsetzen können. Wir haben einen sehr schönen Katalog geschafft, einen zweibändigen hier, die Götter aus Afrika. Da spielt noch eine dritte Person eine Rolle, nämlich Ronald Keil. Das war der damalige Freund von Leonore Mau. Wir sprechen jetzt, es sind ja einige Jahre nach dem Tod von Hubert Fichte. Und Ronald Keil, ein deutsch-chilenischer Autor, ist vor einigen Jahren auch gestorben in Santiago de Chile. In Chile wesentlich bekannter als in Deutschland, auch der Mann von Pina Bausch gewesen. Und der hatte sich eben sozusagen als Sprachrohr von Leonore Mau auf der Ausstellung im Landesmuseum in Hannover betätigt. Und das war auf der einen Seite extrem mühevoll, weil es sehr genau war, was auch völlig richtig ist. Aber der hat dann also die Bilder genau ausgemessen und gesagt, nur das passt zu dem Bild, das passt zu dem Bild. Und ich habe mich dann in diese Schwierigkeiten reingegeben. Mit meinen anderen Mitarbeitern war das schwierig. Im Hintergrund dieser Ausstellung waren schon einige Konflikte. So ein Ansatz, einerseits diese ja sehr unglaublich direkten Bilder von Leonore Mau, ohne dass sie voyeuristisch wirken, nicht? Das ist ja auch eine große Kunst. Es gibt ganz andere Fotografen, die dann immer voyeuristisch wirken. Aber man sieht den Bildern eben an, dass die Person da auch eine Rolle spielt, dass die Person von den Menschen, die sie abbildet, auch akzeptiert wurde. Das ist in allen Bildern von Leonore Mau ganz deutlich. Und um das zu übersetzen, das nach draußen zu bringen, da gab es so bei den damaligen Mitarbeitern, einfach weil sie auch diese Geschichte nicht so hatten, noch wenig Verständnis, nicht? Also Götter aus Afrika war der Titel von Leonore Mau. Wir hatten natürlich alle möglichen Titel durchdacht. Ich weiß gar nicht mehr, was es alles war, aber das war dann die Hauptfrage. Es ging ihr damals um die Darstellung, eben wie es im Candomblé, wie im Voodoo, Göttervorstellungen, wie das rituell ausgedrückt wurde. Also der Begriff rituell, ritualisiert, das spielte eine große Rolle bei Leonore Mau. Auch der Begriff schön. Sie hat einen sehr ästhetischen Ansatz dort gehabt, was mir als Ethnologe nicht immer recht war, also es nur im Ästhetischen zu belassen, sondern solche Dinge konnte ich gar nicht mit ihr diskutieren. Musste ich natürlich Rücksicht nehmen auf ihre Ansichten. Aber diese Ausstellung bezog sich ausschließlich auf ihre Fotos. Und ich habe dann versucht, in dem zweiten Katalog hier in dem roten Band eben die Objekte sozusagen postkolonial daneben zu stellen. Und da hat sie aber Wert drauf gelegt, dass das ein Extraband ist, damit das nicht verwechselt würde. Deswegen sind es zwei Bände. Es wäre nämlich billiger gewesen, das in einem Band zu machen. Und sie hat auch immer bis zu ihrem hohen Alter immer nur das eine, nämlich den gelben Band der beiden Bände gezeigt. Also meinen Band, wo ich der maßgebliche Autor bin, den hat sie nie dazu gesehen. Also sie war insofern einer kuratierten Ausstellung eines ethnologischen Museums, die eben mehrere Dinge im Blick hat, gar nicht so offen, nicht? Also wollte ihre Bilder, ihre Vorstellung, was sind Götter, was ist Ritualisierung, was ist schön, das sollte im Vordergrund stehen und das andere interessierte sie überhaupt nicht. Das war dann auch so ein kleiner Kampf. Ich habe ihr gesagt, also nur die Bilder in dem großen Raum ausstellen. Ich kam dann so ein bisschen mit der Örtlichkeit. Wer das Forum des Landesmuseums damals kennt in Hannover, weiß, was das für ein wunderschöner Ausstellungsraum war. Und da wären die Fotos verloren gewesen. Also das war ein Argument, wo ich ihr sagte, Frau Mau, wir müssen noch ein paar andere Sachen, also dann gehen Ihre Bilder verloren. Ich muss als Kurator einen Bezug finden zu dem, was wir in unseren Magazinen haben, was wir zeigen wollen.
einen Bezug finden zu den Fragen, die wir an die Objekte und ihre Geschichte haben. Da hat sie sogar eigene Objekte noch mit zur Verfügung gestellt. Das war aber eine lange Diskussion. Ne? Es gibt ja ein paar Aufnahmen von Frau Weidkamp, die damalige Fotografin. Das müsste auch im Archiv des Landesmuseums vorhanden sein. Die Bilder waren an den Wänden und in der Mitte haben wir mit sehr wenigen Stellwänden kleine Inszenierungen von Objekten gemacht, die einerseits aus dem Voodoo in Haiti kamen, andererseits aber auch Afrika. Ich habe dort zum Beispiel eine Sache mit den sogenannten Zwillingsfiguren, die sehr viel mit Geburt und Frauenerleben zu tun haben. Die habe ich die gesamte Sammlung, die das Landesmuseum hatte, dort aufgestellt und dann die Frage an die Menge gestellt. Nicht? Was kommt hier eigentlich zusammen? Dadurch entstand so eine eigene Ästhetik des Sammelns und des Fragens an Sammeln. Das fand sie dann auch ganz gut. Wir haben dann auch verschiedene Vorträge gehabt. Leonore Romau wollte nie selber Vorträge halten. Ronald Kay wollte auch nicht, aber Peter Micheladiges kam, hat einen Vortrag gehalten. Ich selbst habe einen Vortrag gehalten über, was ich wusste, über afroamerikanische Kulturen der damaligen Zeit. Und einige Wissenschaftler aus befreundeten Museen haben gar nicht reagiert auf meine Einladung, weil sie mit Fichte, das ist doch gar kein Ethnologe, war immer das Argument, fand ich ein bisschen sehr viel wenig. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. Aber in der Regel, auch von den Kollegen, es ist eben häufig so, wurde diese Ausstellung, die wirklich die erste ethnopoetische Ausstellung gewesen ist, die man so in dieser Weise gemacht hat, wurde von den Kollegen, von den lieben Kollegen überhaupt, als ob es sie nicht gegeben hat. Wir haben dann zwar eine gute Presse gehabt in der Ausstellung, war damals in der Marktkirche in Hannover an der im Forum des Landesmuseums, allerdings leider nicht deutschlandweit, nur so ganz kurze Berichte. Es ist ja auch alles aufbewahrt, das gibt es ja auch im Archiv des Landesmuseums, die Reaktion. Aber die Frage, wie das auf die Besucherinnen gewirkt hat damals, da muss ich sagen, aus heutiger Sicht waren wir vielleicht der Zeit weiter voraus. Das Verständnis, etwas einen anderen Zugang zu Fotografien zu haben, als man heute schöne Fotografien zeigt oder damals schöne Fotografien zeigt, sondern dass man das mit diesem kritischen Hintergrund sagt, dass man als Nachfahre von früheren Kolonialisten im Grunde genommen so etwas aufnimmt. Und das unter den verschiedenen Aspekten, die Fichte ja immer einbezogen hat, bis hin zu seiner Subjektivität, das war relativ unbekannt. Deswegen tat man das dann auch immer gerne ab und so, ja, das ist ja nicht wissenschaftlich, das ist ja literarisch und der profitiert jetzt davon, dass Homosexualität ein Thema ist und so weiter. Das war für mich alles gar nicht so bedeutend, sondern das Bedeutende war, dass man eben diese sogenannte Subjektivität plötzlich in einer ganz anderen Objektivität wahrnehmen konnte. Ich glaube, das ist bis heute auch das Wesentliche an dem Werk. Ich würde auch immer Ausstellungen weitermachen, obwohl man heute natürlich immer auf die Dinge anders blickt. Ich würde auch nach wie vor sagen, beide sind ethnologische Dokumentatoren. Ich würde sie nicht als Literaten. Fichte wollte das effektiv, sei an alle Literaturwissenschaftler gerichtet, wollte nicht Literat sein. Das kann ich als Originalhörer seiner Zeit mitteilen. Er wollte eigentlich Ethnologe sein. 10 Jahre später habe ich eine ähnliche Ausstellung, allerdings ohne Objekte, dann in Leipzig auch wieder mit Leonore Mau gemacht. Sie ist ja Leipzigerin, kam dann auch gerne nach Leipzig. Und da haben wir einen Teil derselben Bilder nochmal ausgestellt, diesmal aber mit einer größeren Bezug zum Text von Hubert Fichte. Ja, wir haben die Texte reproduziert aus den Büchern, Peter Silje zum Beispiel oder aus dem Geschichte der Empfindlichkeit. Es gibt ja genügend Absätze
Und die habe ich den in Absprache mit Frau Mau den Bildern zugeordnet, wie die dann auch passten. Ich habe die jetzt natürlich nicht mehr im Blick. Die wurden aber auf einem gutes Papier abgedruckt, also nicht so ein kleines Schildchen, sondern schon allein dieser Abdruck war ein kleines Kunstwerk für sich. Die musste ja auch neben den Bildern bestehen, nicht? Also man kann ja jedes Bild totschlagen mit irgendwie einem blöden, nicht besonders feinsinnig angebrachten Text, ne? Und da haben wir eben gesagt, der Text muss die Stärke des Bildes irgendwie aufnehmen. Also nicht, dass wir jetzt andere Lettern benutzt haben, aber wir haben eben sehr gutes Papier benutzt. Wir haben das so als Rolle neben das Bild gehängt. Während in Hannover war eher noch so, da war dann auch mehr erklärende Bilder, in welchem Zusammenhang. Ich habe auch Texte von Fichte benutzt, aber auch Erklärungen. Also anfangs wollte Leonore Mau ja gar keine Texte. Das war ein kleiner Kampf mit ihr. Sie hat gesagt, nein, die Bilder sprechen alleine für sich. Und da habe ich gesagt, Frau Mau, das tun sie leider nicht. Also die Fragen, die wir an Bilder stellen, es gehört ein Text dazu. Sie haben sich ja auch was überlegt. Dann konnte ich sie überreden, dass man die Texte ihres Partners eben mit dazu gesellt. Und, ne. Und die anderen Texte, die ich zu den Objekten jetzt in Hannover gemacht habe, die haben sich sowieso nicht interessiert. Die waren auch nicht direkt in Verbindung mit ihren Bildern, so dass sie das außer Acht lassen konnte. Aber in Leipzig waren eben die Texte ganz eng mit den Bildern assoziiert. Das würde ich heute übrigens immer so, noch so machen. Und das fand sie am Ende dann auch gut. Nicht? Da hat sie gesagt, ja, das sind genau die Texte, die wir auch damals besprochen haben, als ich die Fotos entwickelt habe. Und so gab das so eine Authentizität des Prozesses. Wie entsteht ein Text, wie entstehen Bilder, wie werden die entwickelt? Also Fichte hat ja auch eine ältere Geschichte. Seine Bücher, die sich mit der Pubertät auseinandersetzen, die sind ja vor der Bekanntschaft, glaube ich, mit Leonore Mau entstanden. Da, wo sich Fichte aber mit den afroamerikanischen Kulturen und anderen beschäftigt, da gehört eigentlich Leonore Mau dazu, weil das ist schon die Arbeit eines Paars. Eines Paares, die eben da ganz dicht zusammengearbeitet haben. Da würde ich sagen, nur Bilder von Leonore Mau zu zeigen, ohne den Hintergrund Fichte, ist schwer. Der Ausstellungsraum war ziemlich klein. Die gesamte Sammlung des Leipziger Völkerkundemuseums war damals ausgelagert wegen Umzugsarbeiten. Das ganze Grassi-Museum, wo das ja residiert, wurde saniert, also da konnte ich gar nicht an Objekte rankommen. Und wir haben das eben rein textbezogen gemacht. Ich fand das ein sehr schönes Experiment nach der sogenannten Wende. Das war also 2002, glaube ich, nicht? War die Ausstellung. Da zu sehen, wie kommt da sowas an, da war die Resonanz, zwar waren wir auch in der Zeitung drin, aber die Resonanz von den Besucherinnen war relativ gering. Also das Verständnis, also nicht so klassische völkerkundliche Fotografien zu sehen, sondern Fotografien zu sehen, die ganz schön ins Mark gehen, war damals ungewohnt. Nicht? Man erwartete das nicht in den Völkerkundemuseen. Nicht? Sowas erwartete man im Kunstmuseum. Dieser Riss zwischen den Museen, der sehr bedauerlich ist. Nicht? Ich finde, heute sieht man als Ethnologe oder Künstler natürlich in Kunsthallen, in Kunstausstellungen genügend ethnografische Hinweise wie umgekehrt. Das hat sich ja Gott sei Dank gelockert. Aber damals ging man eben ins Völkerkundemuseum, um die bestimmten Sachen, das und das zu sehen, was hiermit zu tun hatte. Da wollte man was von der Kultur hören, irgendwas Schönes meistens, nicht? Also, wenn dann Fragen an den Kolonialismus gestellt waren, wurde das dann schon schwieriger, obwohl in Leipzig es ja schon früh eine Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus gegeben hat während der DDR-Zeit. Also es war insofern wesentlich politisch besser vorbereitet als in Westdeutschland damals. Aber die Besucherinnen, die dann kamen, haben diese Arbeiten von Leonore Mau nicht als
ethnologische Arbeiten akzeptiert, sondern als das gehört doch in die Kunst. Und also da kann man wirklich sagen, dass das völlig gegen die Intention von Leonore Mau, die sich als Dokumentarin verstand, war. Also ich finde, man könnte sie an verschiedenen Orten zeigen. Ich würde sie nicht usurpieren für die Ethnologie. Keinesfalls, auch die Kunstwissenschaft kann das natürlich benutzen. Wie gesagt, Mau und Fichte sind Grenzüberschreiter aus meiner Sicht. Und so müsste man sie auch behandeln. Irgendwelche Zuordnung. Wie gesagt, Fichte hat ganz wenig den Begriff Kunst benutzt. Das fand er eigentlich eher, er hat sich nicht als Künstler gesehen. Also Relevanz haben sie insofern, weil es heute in der postkolonialen Debatten, so wichtig sie sein mögen, ist wichtig, ist wieder einen Fokus auf die Eigendarstellung der betreffenden Menschen, der Gruppen, der ethnischen Gruppen, der Völker, einfach um die Kenntnis über diese Menschen wieder zu zeigen. Da würde ich natürlich sagen, da sind Leonore Maus Werke ethnografische Realität. Das wär ganz wichtig. Natürlich stellt man heute andere Fragen an Fotografien, an Texte auch. Nicht? Mit Fichte würde sich so manche Postkolonialistin nicht so einfach umgehen können, da er auch das N-Wort sehr, sehr häufig benutzt. Und hier würde ja alles aufschreien, wenn man das heute benutzen würde. Man müsste das also sehr genau erklären. Und in der Hinsicht, denke ich, kann man mit manchen Texten von Fichte auch kritisch umgehen. Ist das eigentlich immer noch eine koloniale Sichtweise? Das sind ja die Fragen, die man heute stellt. Und auch an die Werke von Leonore Mau müsste man die Frage stellen, inwieweit hat da sozusagen die Frage nach der Ästhetik, nach der Schönheit, der Begriff Schönheit spielte für Leonore Mau eine große Rolle. Wie weit geht das dann über die dokumentarische Intention hinaus? Natürlich denke ich, dass solche Bilder nicht einfach eins zu eins heute wieder ausgestellt werden könnten. Man braucht schon den Kontext. Nicht? Das ist, glaube ich, wird nicht einfacher. Man kann die ganzen Bilder, die sie in der Gerichtsmedizin auf Haiti gemacht hat, die können sie nicht unkommentiert ausstellen. Selbst viele religiöse Bilder, würde man heute sagen, das sind eigentlich, sie strahlen eine solche große Intimität aus. Dazu muss man was sagen, weil man sich sofort die Frage stellt, wollen die Leute das eigentlich, dass das so dargestellt wird? Wenn man in die Bilder reinguckt, Bilder sind ja immer das Spiegelbild, wie der Fotograf auf die Menschen wirkt, dann hat man den Eindruck, dass sie das damals gut fanden. Nicht? Also sie kamen gut an, Fichte ja auch, ne? Sonst hätten die ja gar nicht das machen können. Aber das erfordert heute eine nicht leichte Vermittlungsarbeit. Also die einfach nur so hinzuhängen und sagen, ja, Leonore Mau, Retro Mau und so weiter, das stelle ich mir sehr schwer vor. Schön finde ich, würde ich es finden, wenn man bei solchen Ausstellungen mit den Arbeiten eine gleiche Sorgfalt verwenden würde, die Mau und Fichte mit ihren Arbeiten auch immer hatten. Eine sehr große Genauigkeit mit der Sprache umzugehen, sehr große Empfindlichkeit, wenn das Bild falsch abgezogen war, wenn es nicht richtig belichtet. Man kann ja so viel mit guten Abzügen machen. Da war Leonore Mau natürlich die Fachfrau, die auch sehr viel Wert darauf legte. Und ich habe heute bei so manchen Ausstellungen so manchmal den Eindruck, dass da wird so ein bisschen ungenau mit umgegangen. Nicht? Der Begriff Genauigkeit war für Fichte und Mau ganz entscheidend.